Während sich die Reaktion bewaffnet, veranstalten wir braven Republikaner italienische Nächte. Sag einmal, Herr Stadtrat, kennst du noch einen gewissen Karl Marx? Sie kümmern sich nicht um Politik. Nein. Ich bin nämlich nicht so veranlagt, dass ich eine Blume einfach nur so abbreche am Weg lang. Ich brauche da auch einen Kontakt, einen menschlichen. Und das geht bei mir über die Politik. Ja, das glaubst du doch selber nicht. Doch! Ich wollte dich nur erinnern an das, was wir vorgestern besprochen haben. Sei so gut. Überhaupt hat uns der Jude in den Krieg hineinschüttern lassen. Über was hat man denn gesprochen? Und wenn ich jetzt den schwarz-weiß-roten Fetzen nicht raussteck, dann verderben wir 60 Schweinebraten. Republikanischen Schutzverband gibt. Und solange ich hier die Ehre habe, Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe zu sein, solange kann die Republik ruhig schlafen. Lieb Vaterland, magst du sein, es steht uns treu die Wacht.